Da sind wir wieder zu Deponia. Vorlesungsuhr. Kann mir einer sagen, warum die Zeit nicht voranschreitet? Weil deine Vorlesung sterbenslangweilig ist. Darum. Wie lange dauert das Seminar überhaupt? Ganztagsseminare laufen bis 8. Was? Aber das ist viel zu lang. Das ist es schon jetzt. Okay, okay. Regenschirm. Können wir den mitnehmen? Ich werde versuchen, wieder alles mir zu greifen, was geht. So. Student. Studentin, besser gesagt. Wo finde ich noch gleich McChronicles richtige Zeitmaschine? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat, dann mit Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel... Okay. Wo finde ich noch... Wenn McChronicle... Aber der Dekan... Sagen wir das Gleiche, okay. Käfig. Ein Schnabeltier. Ah, hey, aus. Ganz schön aggressiv, der Kleine. Hatte bestimmt eine miserable Kindheit. Keine Freunde, die ihm halfen, fremde Stützräder anzusägen. Erschütternd. Okay, dann nehmen wir mal Schnabeltierkorb. Laufrad, Wassereimer, ne, Tafeleimer nehmen wir auch mal. Das können wir noch nehmen. Mehr glaube ich nicht. Was ist das hier noch gleich? Das ist nur ein Tachyonenanschluss. Achso, ja, niemand? Hat er ja erzählt. Was hier fehlt, ist eine unterbezahlte Aushilfskraft. In der Folge davor. Dürfte nicht so schwer sein. Immerhin ist das hier eine Uni. Okay, okay. Ich kann das Schnabeltier sicher da einsperren, oder? Na komm schon. Rein da mit dir. Och, jetzt jammer doch mal nicht so rum. Dein alter Käfig hat auch nicht besser gerochen. So, und hier muss ich wahrscheinlich ins Laufrad setzen. So, das Schnabeltier. Jetzt passt gut auf. Ich glaube, ich habe es verpasst. Kommt das in der Klausur? Immer mit der Ruhe. Es kann ja noch gar nichts passieren, bevor ich hier drücke. Richtig? Aha. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine temporale Anomalie. Ein neuer Raumzeitabschnitt, der alle bekannten Eigenschaften der Zwischenzeit besitzt. Verstehe. Wie ein Ballon, der langsam aufgeblasen wird. Nein, überhaupt nicht wie ein Ballon. Warum nicht? Ich mag die Dinger. Okay, können wir jetzt irgendwas machen? Gar nichts. Doch, wir können raus. Wo geht's da hin? Denkt daran. Macht euch Notizen und gebt mir eine gute Bewertung bei meinprof.org. Da ist eine Albino-Schnabeltier, ein weibliches Schnabeltier. Oh, Muschi, 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 Muschi. Stur wie ein Stoppschild. Okay, die kriegen wir da nicht runter. Regenrinne, Gerüst. Gehen wir mal hier raus. Alter, da gibt's so viel. Was macht die Ziege auf dem Dach? Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Okay, zum Hörsaal, nach vorne. Da ist irgendwas. Schrott. Was? Schrottballstudent. Was treibt ihr denn hier? Wonach sieht das aus? Ah, das kannst du natürlich nicht wissen. Es sieht aus, als hätten sich zwei blinde Hühner im Misthaufen geirrt. Da sieht man's wieder. Augenlicht, Taugenicht. Wir sind Profis auf unserem Feld. Topfschlagen? Besserwisser vermöbeln. Oh. Keine Sorge. Noch ist deine Ausbildung nicht abgeschlossen. Deswegen auch der Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, aber es schadet auch nicht. Oder? Okay, okay. Irischer Sensei. Pinata. Können hey, wir den nehmen? Finger weg von euch. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Ab... Sondern darauf... Ja, haben wir schon gehört. Labortür Unkraut. Dürfen wir denn das Unkraut vielleicht nehmen? Muss ja mal alles nehmen, alles ausprobieren. Irgendwie muss man ja vorankommen. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Okay. Labortür. Abgeschlossen. Alles andere hätte mich auch irgendwie enttäuscht. Okay, das Einzige, was wir noch machen können, ist da vorne... Schwarzes Brett. Können wir uns auch ansehen. Fotos von Baby-Wombats. Deponia 4 Komplettlösung abzugeben. Quatsch. Hey, das sieht interessant aus. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Na klar will ich. Ich hab ja Hunger. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Ach du heiliger Bienenbomben. Ein Schalter. Oh.
springt das Vieh einfach nur, ja. Ich mach das einfach mal so rum. Ich weiß nicht, warum nicht. Soll jetzt da hinten rumgammeln. Wir können hier jetzt auf jeden Fall hoch. Oh, oh, D für Depp oder was? Der Vater ist ganz schön fies. Was suchen Sie denn hier? Sie müssten doch in der Vorlesung sein. Ich wollte mir nur kurz die Beine vertreten. Dann vertreten Sie sie zurück in den Hörsaal. Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Na los, hoppidi hopp. Okay. Es hilft ja nichts, wir müssen ja wieder in den Hörsaal. Aber wir haben... Haben wir was bekommen? Wir haben Unkraut bekommen. Und den Romantic Ninja Dings. Zettel. Machen wir mal den Zettel bei den Studenten, vielleicht hilft das ja. Heißt einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Rufus, bitte nicht! Du bist Romantic Ninja? Ist das peinlich. Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte im Erdboden versinken. Nein, das wussten wir nicht! Das muss daran liegen, dass er mit den Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden, denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtfeld der Liebe, was offenbar auf mich zutrifft. Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Bietet er Folgendes an. Willst du mit mir mein Pausenboot teilen? Ja, wir können es haben. Mir ist der Appetit vergangen. Ach, der arme Junge. Romantic Ninja, deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. Okay, okay, wenn wir das Brot haben, das Pausenbrot, können wir vielleicht das Schnabeltier da bekommen. Ich will mir aber erstmal die Sachen anschauen. Ich habe das Gerüst gefunden. Gerüstebauer, Archiv mit erhalten. Läuft. Zwar nur bergab, aber läuft. Okay, kann ich die... kann ich sie einlocken? Schnabeltiere essen nur altes Brot. Alles, was frisch ist, spucken sie wieder ab. Und dann jammern sie, dass früher alles besser war. Und schreiben verbitterte Online-Rezensionen. Okay, okay. Das heißt, wir müssen jetzt mit wahrscheinlich das Brot hier benutzen, bei der tollen Anomalie. Ah, um das Schnabeltier zu locken. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich! In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Genau das dachte ich mir auch. Na, das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taugt es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Und wieder rauf. Und jetzt altes Brot. Komm, Muschi, 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 Muschi. Haha, das scheint ihm zu gefallen. Ich bin offenbar mal wieder da, wo ich zu Hause bin. Auf der richtigen Fährte. Ja, kann ich das aufs Gerüst legen? Köder hätte ich schon mal. Fehlt mir noch aber nichts, oder was? Fehlt nur noch die Falle. Ah, ist ja logisch. Meiner Schnabeltierfalle fehlt ob. Ja, ich hab doch hier das Brot. So, fertig. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette. Je nachdem, was gerade gebraucht wird. Okay, und wieder nehmen und wieder runter. So, können wir jetzt. Vielleicht auch das Schnabeltier in das Laufrad packen. Damit zwei Schnabeltiere da dran. Doppelte Geschwindigkeit. Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Was ist denn jetzt los? Ich! Streber! Mein Name ist Nordbird, Herr Professor. Nordbird, das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit wie die Flügel. Nur nenne meinen Namen. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden, Unterbisswahlführer. Ihr Name ist Hildebrand. Ihre Eltern waren Witzbeute, was? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Drüsenfehler.
Na und? Soll ich mir das jetzt machen, oder was? Yippie! Schule ist aus! Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wollen nie etwas, was auch andere erleben können. Okay, okay, dann gehen wir jetzt wieder raus. Verdammt! Aber wenigstens verliere ich... Oder auch nicht. So, jetzt ist aber genug hier. Aber jetzt ist ja das Ding abgelaufen. So, die Stunde ist vorbei. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Jetzt haben wir ein Problem, oder was? Wenn er sich weiter so anstrengt, wird diese Geschichte bestimmt irgendwann ein glückliches Ende nehmen. Ach, wenn wir einen Regenschirm. Dann können wir noch da reinrammen, bestimmt. Schade. Gerade wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser, ihr gewöhnt euch dran. Genauso wie ich es dachte. So. Und jetzt können wir bestimmt mit dem Dekan reden, weil jetzt ist die Thronstunde ja rum. Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha! Ausmerzen! Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler! Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so... vorsichtig, nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Phantast. Ja, ein Anarchist. Ehrlich? Ja, eigentlich ja nicht. So, Aschenbecher, Schlüssel. Sie glauben also nicht an Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Wo den Schlüssel denn nehmen? Weg. Nee. Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen. Ich brauche ihn doch, du Arschgeige. Pfeife. Haha. Es ist doch eine Pfeife. Man kann einen Rufus eben nicht in das Licht führen. So, Vogelaufkleber. Können wir den auch abnehmen? Das wäre Vögel sehr schön. Brauchen keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei! Ja, und wenn Sie mit Ihrer Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen Sie doch. Sie haben das Recht dazu. Buntglasscheibe und der arme Vogel. Okay. Aber was sollen wir jetzt tun? Wir haben Kraut, eine Pfeife und Scherben. Ja, kann ich das Kraut in eine Pfeife tun? Um es zu rauchen. Gestopfte Pfeife. Aschenbecher. Aber was sollen wir jetzt machen? Oh, wie süß. Oh, das tut mir voll leid eigentlich. Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer. Haben mir alle meine Milchzähne kaputt gemacht. Okay, es ist ja logisch. Wir haben eine gestopfte Pfeife, dass wir den jetzt zum Rauchen bringen müssen. Ah, meine alte Pfeife. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wow! Ganz schön kräftig, der Tabak! Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. Genau, verrückt. So, guck. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Und mit Frauen, natürlich. Oho! Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören,
Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Der ist ja richtig weg, Alter. Kinder, merkt euch, das ist nie gut. Nehmt keine Drogen. Okay, jetzt können Sie den Schlüssel nehmen, ne? Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht. Darf ich dann auch? Klar. Yippie! Gut. Psst! McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch, es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Ach Junge, geh raus. Wo ist denn sein Schuppen? Ach, der war ja da vorne, das abgeschlossene Räumchen, der Labortür. Hip hip hurra, hip hip hurra, jetzt kommen wir da rein. Das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Okay. Zeitmaschine. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise ein... Dann haben wir einen Teig... Was? Es riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um zu wissen, was nun zu tun ist. Okay, wir brauchen aber eindeutig Hilfe. Da auch kein Druck? Bronzehaaren. Das ist ja nur irgendwie hatte ich. Okay, wir brauchen Hilfe. McChronicle wenig, also gehen wir zum Hörsaal. Denn die haben auch ein bisschen Plan, oder? Ah, ihr seid noch da. Natürlich, Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Packt eure Sachen. Wir gehen jetzt ins Nachbargebäude. Danke, Hildebrain. Etwas deplatziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow! Lässig. Wow. Beeindruckend, nicht wahr? Was ist es? Ich! Nerdberg? Ein impulsgespeister Tachyonfeldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine, genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein. Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tunnel. Wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfrage. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber... Na los, diskutiert miteinander. Das da vorne müsste der Tachyontank sein. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachyon imitiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Noch was? Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Warum denn nicht? McChronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Es könnte die gesamte Raumzeit perforieren. Ach, papalapap. Probieren geht über Studieren. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? Nope. So, Student. So, Kinder, es wird Zeit, den Spaß benötigt. Eine 4D-Brille, um dünne Schienen okay. Steht aus buntem Glas und... Genau, Hildi. Irgendetwas, das Tachyonpartikel... Volle Punktzahl. Ich bin stolz. Sie können mit dieser Professornummer auf. Wir okay. Sind die cleveren Kids. Natürlich. Immerhin habt ihr beim Besten gelernt. Professor Rufus! Rufus! Okay. Wir haben einen Tafeleimer und die Buntglasscheiben. So, was sollen wir jetzt aber tun?
brauchen eine 4D-Brille und wir haben einen Hahn. Ich würde jetzt probieren, erstmal den Eimer zu füllen mit was aus dem Hahn. Klappt. Ich geh dabei. Jetzt haben wir was sollen wir damit aber machen? Öl und Buntlas. Vielleicht haben die was Neues, hallo? Na dann zeig mal, was du kannst. Mit dieser lächerlichen Brille kann ich nicht einmal richtig sehen. Deine Augen können dich täuschen. Vertraue ihnen nicht. Als ich noch sehen konnte, schien es ja auch eine gute Idee, Mrs. Sensei zu heiraten. War die auch blind? Also jetzt reicht's. Zeig diesem Großmaul, was du gelernt hast. Hab ich was getroffen? Ja, den Kern der ersten Lektion. Du wirst kein Ziel treffen, solange Treffen nicht dein Ziel ist. Okay, die schlagen. Dann haben wir da eine Ziege. Wir brauchen Milch oder Feta-Käse. Irgendwie sowas habe ich jetzt verstanden. Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Was sollen wir mit dem Öl machen? Stör ihn nicht. Er muss sich auf seinen Schlägt er auch? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Go, go, Rufus Gummiarm. Nix. Dieses ganze Zeitgereise scheint meine Superkräfte zu korrumpieren. Aber was bringt es mir, die Ziege zum Beispiel auch hin und her zu schalten? Ich brauche ja Milch oder sowas. Oder Feta-Käse. Und die einzige Sache ist doch, dass Ziege auch Milch gibt. Ziegenmilch. Ich bin gerade wieder am Schlauch. Aber vielleicht können wir Gerüstregenrinde. Wir können auch sicher das Öl in die Regenrinde machen. Denn dann läuft das Öl da lang. Weg mit dem Zeugs. Okay. Jetzt sieht man hier die Ölspur. Oh, Ziege. Ich bin gerade so aufgeregt, sorry. Okay, Ziege. Hey, Finger weg! Das ist kein Trainingssack, sondern eine Ziege. Ha, guter Versuch. Ich mag blind sein. Dafür funktionieren meine anderen Sinne umso besser. Ich kann den Raum hören, Gegenstände schmecken und ich rieche an deinem Gesichtsausdruck, dass du mich hinters Licht führen willst. Genau, das war mein Gesichtsausdruck, nicht etwa das Chili von gestern. Und Schlag! Oh nein! Was ja, ist das? Ziege. Meine Schleimhäute schwellen an. Anaphylaktischer Schock. Das ist meine Ziegenhaarallergie. Er hat die Ziege geschlagen. Meine Schwein. Augen brennen. Get. Bravo! Du hast endlich etwas getroffen. Mein Komikzentrum. Okay, Nasenbrille nehmen wir mit. Dann haben wir schon mal eine Brille. Hey, Finger. Wie ich schon sag, was denkst du, wo das. Von meiner Frau natürlich. Die behauptet auch immer, meine Sportgeräte seien Tiere. Nonnen oder Nachbarskinder. Aber wie bitteschön sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast kommen? Da bin ich überfragt. Okay, mal angenommen, es ist keine Ziege. Dürfte ich dann mal kurz euren Trainingssack melken? Na klar. Bedien dich, aber sei vorsichtig. Manchmal beißen sie. So, jetzt habe ich den Feta-Käse. Lecker, lecker. Nasenbrille. So, das Buntglas. Hey, diese Glasscherben wären genau das Richtige für meine 4D-Brille. Ja, richtig. Die bauen wir ja jetzt. Schade nur, dass sie von alleine nicht... So, und jetzt Feta-Käse. Solange meine 4D-Brille noch nicht fertig ist, kann ich damit doch keine Zeit... Okay, schade. Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Falsch. Hinweis eine Fangfrage. Denn es ist in Wirklichkeit gar keine gute Idee. Richtige Antwort. Wir brauchen eine Art Leber. Aber Stuhl, was bringt mir jetzt Stuhl? Aha,
Oh, ein Kaugummi? Da hat doch jemand in meiner Klasse Kaugummi gekauft. Okay, okay. Und mir nichts abgegeben. Man merkt, glaube ich, dass ich sehr viel versuche zu denken. Was nicht immer klappt, aber kann ich das jetzt? Der Kaugummi ist schon viel zu alt. Und überhaupt, bunte Glas, das ist doch total unrecht. Was soll ich denn mit einem Kaugummi jetzt? Och, Junge. Schwarzes Brett, Schalter. Die Ziege hängt da ja schon. Mir geht es so. Wir reden mal mit dem Dekan. Ich kann einfach nicht aufhören. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie... Ich hab Kaugummi. Ich hab Kaugummi. Ich hab Kaugummi. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ist das ein Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Aber der Tabak ist so gut. So lecky, schmecky, fantastik, hecky. Ein Jammer. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Ich habe mir noch Kaugummi gegeben. Ich weiß nicht viel über die Herstellung von Nikotin-Kaugummis, aber ich habe einen Kaugummi und da ist Nikotin drin. Wird schon passen, oder? Jetzt habe ich ein Nikotin-Kaugummi. Geil. Nikotin-Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Warte, ich setze nur meine Beißerchen kurz wieder ein. Aber was kriegen wir jetzt endlich? Da ist Kleber, da ist Kleber. Fantastisch. Haftcreme. Oh, jetzt kann ich meine Brille bauen, endlich. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Okay, easy, easy. Jetzt ins Labor. Jetzt habe ich die 4D-Brille. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es ist eine 4D-Brille. Ist das da buntes Fensterglas? Nicht anfassen. Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsmembran zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Nicht dünner als deine Herleitung, Nerdo. Genau, Hildi. Es ist inmitten der Maschine. Oh, gut. Dann müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Fortuna hat die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Dummen vollends am Arsch. Okay. So, das Filterkissen muss ich jetzt in den Teil... Dings da Beschleuniger machen, oder? Kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Und dazu gleich die Anschlussfrage. Welche Farbe haben Tachyonen? Sie meinen Pink. Dann ist es bewiesen. Feta-Käse imitiert Tachyonen. Notiert euch das. Okay. Und drücken. Und drücken. Und nochmal drücken. Da! Das Portal ist offen! Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyondüsen. Mehr Druck? Kein Problem. Ich bin der Oberdruckerzeugemeister. Okay, okay. Zeitmaschine. Gerade mal mein ständig zeitreisende Schuhe bräuchte. Was muss ich jetzt machen? Sie haben es tatsächlich geschafft. Habt ihr je daran gezweifelt? Ja. 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 Im Grunde sind wir nur mitgekommen, weil es irgendwie witzig war. Nicht, weil wir uns wirklich Erkenntnisse erhofft haben. Und das, liebe Kinder, ist die letzte Lektion für heute. Manchmal kann man eben auch beides haben. Kann ich einfach nochmal drücken? Mache ich mal Druck erzeugen. Mehr Druck, mehr Spaß. Daniel! Tschüss! Schlimmer die Fix! Unter dem Teppich war ein weiteres Portalpotenzial versteckt. Was machen wir denn jetzt? Ja, schon, aber ob das sicher ist?
wieder nichts probiert, kann nur verlieren. Mit Chronicle. Die Tachyonen müssten sich im näheren Umfeld des Portals verteilt haben. Die Chance, dass sie ein Portal nach Kuba geöffnet haben, ist relativ hoch. Wie hoch ist hoch? Keine Ahnung. 1 zu 1000 vielleicht? Ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die wir kriegen. Und noch eine mehr, als wir verdienen. Apropos, ich muss noch holen. Das heißt, der Sprung ins Ungewisse ohne garantierte Rückkehr muss warten? Nein, ich hole sie lieber sofort. Hallo, Goal, wir müssen los. Wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Och, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Goal. Setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Ein Foto. Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das, ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Moment, du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Es ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sie... Oh. Ich wusste es. Es gibt Hoffnung. Du hast recht. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja. Wow. Schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. So, erstmal das Foto aufnehmen. Was ist das? Hey, gib das her. Wann hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Okay. Und damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du denn überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein. Weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Funlocks auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. No. Uni frei. Was ist denn jetzt los? Das sieht aus wie diese Zwischenzeit, die wir mit dem Timepod durchquert haben. Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Goal und McChronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, du Funlock! Verschwinde von meiner Veranda! Ah, ein Eingeborener. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? In meinem Rückbett! Moment, kenne ich dich nicht? Du bist doch Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh,